Wie wird die Vergütung von Arbeitnehmererfindern eigentlich konkret berechnet? Ich bin Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei Freischirm und Partner und ich veröffentliche jeden Donnerstag ein neues Video rund um Patente, Marken und Designs. Und in diesem Video erkläre ich genau, wie man die Vergütung von Arbeitnehmererfindern konkret berechnet. Erst einmal erkläre ich ganz kurz, was Arbeitnehmererfindervergütung ist und wo sie herkommt. Und dann erkläre ich im Detail, wie man diese Vergütung eben konkret mit verschiedenen Faktoren berechnet. Sie sind Arbeitgeber und wissen nicht genau, was genau Sie Ihren Arbeitnehmern, die Erfindungen gemacht haben, an Arbeitnehmererfindervergütung auszahlen sollen. Sie sind Arbeitnehmer und als Erfinder auf einem Patent genannt und vermuten, dass Ihnen eine Vergütung zusteht. Wie hoch ist die Vergütung? Und Sie fragen sich, wie hoch die Vergütung ist. Was ist überhaupt Arbeitnehmererfindervergütung? Ich habe schon ein einführendes Video zum Arbeitnehmererfinderrecht gemacht. Das habe ich natürlich unter diesem Video verlinkt. Und da habe ich schon mal grob das Konzept erklärt, wo diese Vergütung überhaupt herkommt. Im Prinzip müssen Arbeitnehmer, die eine Erfindung gemacht haben, für ihre Erfindung immer vergütet werden. Es gibt natürlich Ausnahmen. Diese Ausnahmen kann ich allerdings in diesem Video nicht behandeln. Und wie hoch ist diese Vergütung nun? Die Vergütung ergibt sich eigentlich relativ einfach aus dem Produkt von zwei Messgrößen, einmal dem Erfindungswert und dem sogenannten Anteilsfaktor. Wie berechnet man nun erstmal den Erfindungswert? Im Normalfall liegt eine sogenannte betrieblich genutzte Erfindung vor. Das heißt, irgendjemand im Betrieb hat eine Erfindung gemacht, die wurde zum Patent angemeldet und jetzt gibt es ein Produkt, wo diese Erfindung eben eine Rolle spielt und mit dem Produkt werden Umsätze gemacht. In diesem Fall wird in der Regel eine Lizenzanalogie angewendet. Das heißt, der Erfindungswert entspricht dem Umsatz, der erwirtschaftet wird, multipliziert mit einem bestimmten angemessenen Lizenzsatz für dieses Produkt. Auf Ausnahmen bei der Berechnung des Erfindungswertes, wie beispielsweise Kaufverträge, Lizenzverträge, Sperrpatente, Schutzrechtskomplexe oder andere Besonderheiten, kann ich in diesem Video leider nicht eingehen. Kommen wir also zum Anteilsfaktor. Der Anteilsfaktor liegt irgendwo zwischen 0 und 1 und entsteht aus der Multiplikation von drei Unterfaktoren, die auch alle zwischen 0 und 1 liegen können. Und da gibt es einmal einen Faktor, der sich mit der Stellung der Aufgabe beschäftigt, dann einen Faktor für die Lösung der Aufgabe und einen Faktor für die Stellung des Mitarbeiters im Betrieb. Und auf diese drei Faktoren gehe ich mal ganz kurz ein. Bei dem ersten Faktor, also der Stellung der Aufgabe, geht es darum, ob dem Arbeitnehmer konkret eine Aufgabe gestellt wurde, löst doch mal dieses Problem und er dann eben eine Lösung erarbeitet im Rahmen von Forschung und Entwicklung und eben eine konkrete Aufgabe kriegt und dann diese Aufgabe löst. Unterfaktor quasi beim Anteilsfaktor relativ gering, weil er eben konkrete Anleitungen erhalten hat. Wenn er diese Erfindung spontan gemacht hat, ohne dass ihm diese Aufgabe gestellt wurde und eben diese Erfindung in Anspruch genommen wird, dann ist der Faktor sehr hoch, dieser Teilfaktor, weil er eben nicht diese Aufgabe gestellt bekommen hat, sondern allein aus eigenem Antrieb darauf gekommen ist, dies zu erfinden. Dann gibt es den Teil des Anteilsfaktors, der sich mit der Lösung der Aufgabe beschäftigt. Wurde der Arbeitnehmer bei der Lösung der Aufgabe maßgeblich unterstützt? Also zum Beispiel hatte er Mitarbeiter für die Lösung der Aufgabe einsetzen können, hatte er ein komplett eingerichtetes Labor, hat er alle Geräte, die er braucht, hat er einen Computer gehabt, einfach die gesamte Infrastruktur, wurde er da vom Unternehmen ideal unterstützt? Dann ist dieser Faktor relativ gering, dann bekommt er weniger Arbeitnehmererfindervergütung. Wenn er überhaupt keine Unterstützung hatte, also zum Beispiel diese Erfindung zu Hause unter der Dusche gemacht hat, dann ist der Faktor eher höher. Dann gibt es noch einen Teilfaktor beim Anteilsfaktor, der sich mit der Stellung des Mitarbeiters im Betrieb beschäftigt. Wenn derjenige, der die Erfindung gemacht hat, der Arbeitnehmererfinder, eine sehr hohe Stellung hatte, also zum Beispiel Entwicklungsleiter war oder gar Geschäftsführer,
dann geht die Rechtsprechung eben davon aus, dass derjenige eben einen umfassenden Überblick über die gesamte Forschung hat, über alle bisherigen Ergebnisse und daher leichter hatte, zu der Erfindung zu gelangen. Wenn derjenige ein einfacher Praktikant ist im Betrieb oder jemand, der eben mit technischen Erfindungen gar nichts zu tun hat, sagen wir mal ein Buchhalter oder so, der aber irgendwie eine technische Erfindung hat, die er meldet und die dann zum Patent angemeldet wird und Umsatz erzielt, dann ist der Anteilsfaktor eben höher. Das heißt, dann wird das höher bewertet, dann kriegt er mehr Vergütung. Dann gibt es noch einen wichtigen Punkt, die Abstaffelung. Abstaffelung bedeutet in der Analogie zu Lizenzverträgen und Lizenzzahlungen, wenn es um besonders hohe Umsätze geht, also zum Beispiel dreistelliger Millionenbereich oder Milliardenbereich, dann findet diese Berechnung nicht genau linear statt von der Arbeitnehmererfindervergütung, sondern dann flacht sich die Kurve etwas ab. Denn da kommen ja auch viele andere Faktoren rein, dass so hoher Umsatz erzielt wurde, wo der Erfinder vielleicht gar nicht zwingend so großen Anteil hat, also zum Beispiel Vermarktung und solche Sachen, solche anderen Faktoren. Und da hat sich die Rechtsprechung so rausgebildet, dass eben bei sehr hohen Umsätzen das so ein bisschen angepasst wird. Da gibt es auch komplizierte Tabellen für Abstaffelungen oder auch Formeln. Kann ich jetzt hier nicht genau erläutern, aber im Prinzip kann man sich im Hinterkopf merken, wenn es um sehr hohe Umsätze geht, also zum Beispiel im Milliardenbereich. Wir hatten mal vor 2 Jahren einen Fall, da ging es um einen Telekommunikationskonzern, wo die Tarife alle betroffen waren, da ging es um mehrere Milliarden Umsatz. Da wurde dann eben die Vergütung berechnet, dass eben berücksichtigt wurde, dass bei sehr hohen Umsätzen vielleicht nicht die Vergütung linear ansteigt, sondern eben etwas geringer ausfällt. Ich hoffe, dass ich in diesem Video gut erklären konnte, wie genau die Arbeitnehmererfindervergütung berechnet wird. Wenn Sie neu in meinem Kanal sind und mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollen, dann abonnieren Sie meinen Kanal. Fragen und Kommentare beantworte ich unter diesem Video. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch unter diesem Video. Und das Wichtigste zum Schluss: Schützen Sie Ihr geistiges Eigentum und ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.